Rente mit 63 kann nicht abgeschafft werden, weil es sie nicht gibt. Sie sollte aber eingeführt werden. Wir fordern, dass das Rentenpaket 2 mit der Casino-Rente, wo tatsächlich ja in den nächsten Jahren 200 Milliarden Euro auf das Börsenpaket kanalisiert werden sollen. Herr Lindner möchte das ja noch weiter ausbauen. Das muss gestoppt werden. Tatsächlich brauchen wir eine solide Umlagerente und nicht noch mehr Spekulation. Es gibt ja genügend Erfahrungen schon mit Riester-Rente, Rürup-Rente. Das hat sich alles nicht bewährt, hat nur die Finanzwirtschaft reich gemacht. Wir fordern eine. Jeder vierte Euro bei der Riester-Rente landet in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist ein einziges Bereicherungsprogramm für Maschmeyer und Co. Und entsprechend wird Rente jetzt ein Bereicherungsprogramm für die Banken sein, die dem Staat seine Staatsanleihen abkaufen. Also für JP Morgan, Goldman Sachs, die Deutsche Bank, die Commerzbank, Credit Suisse. Also ihr kennt die Namen. Die werden damit massiv Gewinne machen und die Rentner, die werden am Ende wieder in die Röhre gucken. Höhere Rentenanpassung zum 1. Juli, weil diese 4,57% den Kaufkraftverlust, den die Rentnerinnen und Rentner in den letzten 3 Jahren hatten, nicht ansatzweise ausgleichen kann. Wir fordern, dass die Renten bis 2000 Euro von der Steuer befreit werden, weil auch die Rentenbesteuerung, die ja für immer mehr Rentnerinnen und Rentner greift, eine zusätzliche Reduktion der ohnehin schon niedrigen Renten ist. Und auch hier mal, um die Zahlen zu vergleichen, zurzeit zahlen die Rentner in Deutschland 124 Milliarden Euro an Steuern und Sozialabgaben jedes Jahr. Das ist mehr als der gesamte Bundeszuschuss zur Rente. Also so viel zu der Frage, hier wird zu viel Geld ausgegeben. Und wir fordern eine Rentenwende wie in Österreich. Das ist im Grunde das, um das System zukunftsträchtig zu machen. Eine Rente, in die alle einzahlen müssen, auch die Politiker. Und dann wüssten sie vielleicht auch mal, wie die Rentensituation in Deutschland ist. Und gleichzeitig, wo tatsächlich auch das Rentenniveau deutlich höher ist, mindestens auf dem europäischen Stand, das wären 10 Prozentpunkte mehr. Aber eigentlich sollten wir in Deutschland mit Österreich gleichziehen. Das heißt, jeder langjährig Versicherte hätte dann 800 Euro mehr. Das wäre eine echte Rentenreform. Das ist selbstverständlich auch bezahlbar, weil es würde ja das Rentensystem auf breiten. Es wäre bezahlbar. Das liegt doch nur daran, dass Österreich ein sozialistisches Musterland ist. Also da sind schon alle Reichen abgehauen, weil man da dort so ja, sozialpolitisch vernünftige hat. Wissen nur viele nicht. Nein. Wagenknecht hat es gerade völlig richtig gesagt. In Österreich, da haben die Leute mehr Rente, weil man eben auf die Umlagerente gesetzt hat und nicht irgendwelche schwachsinnigen Riester-Renten, Rürup-Renten, Aktienrenten oder sonst irgendeinen Unsinn eingeführt hat. So einfach kann es tatsächlich gehen. Weitere Füße stellen. Und insoweit fordern wir als BSW-Gruppe die Bundestagswahl tatsächlich auch mit einer Volksabstimmung über die Rente zu verbinden. Österreichisches Modell oder Casino-Rente, wie die Ampel und Herr Lindner das wollen, fragen wir doch einfach die Menschen in unserem Land, was sie am liebsten wollen. Und nochmal auch zu der Frage der Erhöhung der Rentner. Also wenn die Menschen erleben, wie sich Politiker tatsächlich über ihre Lebenssituation, mit welcher Abschützigkeit, mit welcher Arroganz sich Politiker äußern, die gleichen Politiker, die sich gerade im Bundestag die größte Diätenerhöhung seit langem gönnen, dann muss ich ehrlich sagen, verstehe ich, dass immer mehr Menschen sich einfach von der Politik abwenden und zutiefst frustriert sind. Ich will da nur mal die Zahlen vergleichen. Also wie gesagt, die Rentenerhöhung jetzt etwas über 4%. Das ist für einen langjährig Versicherten, der seine Durchschnittsrente nach 45 Jahren bekommt, eine Erhöhung von 70 Euro im Monat. Das ist das, was real jemand jetzt in Deutschland bekommen würde, wenn er tatsächlich eben diese Rente, diese Durchschnittsrente nach 75 Beitragsjahren hat, was wir viele nicht haben. Also viele Rentner haben ja viel weniger Rente. Ein Bundestagsabgeordneter dagegen wird ab 1. Juni 6% mehr bekommen. Das ist schon mal prozentual deutlich mehr als das, was die Rentner haben. Es ist aber vor allen Dingen natürlich, weil die Diäten viel höher sind, in der absoluten Zahl ungleich mehr. Das sind nämlich 640 Euro. Also fast das Zehnfache dessen, was die Rentner bekommen. Und ehrlich gesagt,
Wenn dann die gleichen Politiker, die sich das in die eigenen Taschen scheffeln, also wir sind dagegen und wir lehnen diese Erhöhung ab, weil wir sie wirklich in der jetzigen Situation für auch völlig deplatziert halten. Aber die gleichen, die sowas mitbeschließen und mit durchsetzen, sich dann darüber aufregen, wie doch die Rentenerhöhungen zu stark sind. Also ich muss sagen, das lässt einen dann wirklich nur noch mit Entsetzen zurück. Und wie gesagt, führt dazu, dass Menschen empört sind und dass Menschen protestieren wollen und dass sie Protest wählen wollen. Nun haben Sie mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht zum Glück... Vor allem mit SPD und Grünen, das sind ja die Politiker, die die gesetzliche Rente unter Gerhard Schröder überhaupt erst so zusammengekürzt haben, dass sie heute auf so einem erbärmlich niedrigen Niveau ist. Also, dass die Altersarmut in den letzten 25 Jahren so explodiert ist, das hat sehr stark mit den Reformen aus der Schröder-Zeit zu tun. Das muss man auch mal sagen. Das heißt, wenn die Rente jetzt einmal etwas stärker steigt, weil die Inflation auch etwas höher war, weil die Tariflohnsteigerungen, zumindest die nominalen, etwas größer waren, dann ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und dass sich selbst darüber Politiker aufregen, zeigt, in was für eine bedenkliche neoliberale Richtung sich dieses Land entwickelt. Also ihr müsst euch das mal überlegen. Die Reallöhne crashen um 5% 2021, 2022 und Politiker regen sich darüber auf, wenn die Rente wenigstens auf einem Niveau bleibt, dass sie ja nicht noch stärker absackt als das Lohnniveau. Also das ist schon, wie gesagt, sehr, sehr bedenklich, was da gerade für Diskussionen laufen. Ich meine, der Grüne Daniel Bayers aus Baden-Württemberg, der Finanzminister, hat sogar schon gefordert, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Also das sind Diskussionen, die werden von SPD und Grünen gerade aktiv vorangetrieben. Und CDU und FDP, die werden da bestimmt nicht Nein sagen. Also das wahrscheinlichste Szenario nach der nächsten Bundestagswahl ist ein Kanzler Friedrich Merz, der mit SPD und Grünen regiert. Und dann könnten wir eventuell eine weitere Erhöhung des Renteneintrittsalters sehen. Also das sind realistische Szenarien. Und deswegen muss das BSW möglichst stark werden, um so etwas zu verhindern.